Einen wunderschönen guten Morgen, sage ich. Herzlich willkommen zum WBSC Support Call hier live auf YouTube gestreamt. Schön, dass ihr zuschaut. Mein Name ist Manfred Helber und ich bin jetzt eine Stunde lang für euch da für eure Fragen. Eine ganze Menge sind schon im Chat. Da schauen wir dann jetzt gleich mal rein. Ja, der Support Call ist für euch da, für eure Fragen rund um und aus dem Microsoft-Ökosystem, Lizenzierung, technische Fragen, was auch immer euch dort beschäftigt. Unterstützt werden die WBSC Support Calls von der Firma TechData. Wenn ihr also Fragen zu Lizenzen, Bezugsquellen benötigt, egal ob es jetzt die OEM-Lizenz ist oder die Volumenlizenz oder CSP-Lizenzen, geht gerne auf die Kolleginnen und Kollegen von TechData zu. Da wird euch geholfen. Da bekommt ihr bei TechData als autorisierter Microsoft-Distributor auf jeden Fall alle ja, Ressourcen, alle Informationen zur Verfügung gestellt. Gut, dann würde ich sagen, legen wir doch mal los. Also, ich freue mich auf eure ersten Feedbacks und sehe, dass ihr da seid, sehe, dass das alles funktioniert soweit. Und ich gehe jetzt einfach mal rein in die ersten Fragen. Und zwar die erste Frage, die reinkam, muss ich mal lesen. Ich habe es noch nicht komplett gelesen. Geht um die Frage: Hallo Manfred, wir haben einen Kunden, der zwei Standorte hat, aber steuerrechtlich getrennt ist. Das heißt, zwei verschiedene Firmen, die aber intern als ein Unternehmen arbeiten. Sie möchten jetzt auf Microsoft 365 mit Teams umstellen. Falls wir aus rechtlichen Gründen zwei Tenants einrichten müssen, wie würdest du die zwei Tenants dann verbinden, so dass die Mitarbeiter von beiden Tenants optimal in Teams zusammenarbeiten können, quasi als ein Team auftreten? Jetzt lese ich aus der Frage raus, dass das zwei eigenständige Unternehmen sind. Es sind auch zwei Standorte, aber eigentlich wäre es von den Unternehmensabläufen perfekt, wenn die sich verhalten würden wie eines. Also sonst gerne nochmal kommentieren, aber aus dem letzten Teil lese ich heraus, Teams, das soll so laufen, wie wenn es eins ist. Das heißt, eigentlich lese ich raus, Kern der Frage ist, können diese Unternehmen, obwohl sie eigenständig sind, obwohl sie unterschiedliche Standorte haben, wie eines behandelt werden, können die einen gemeinsamen Tenant nutzen? Das interpretiere ich jetzt einfach mal rein in die Frage. Und jetzt ist die Frage, ihr habt einen Kunden. Das heißt, der Kunde ist ja eine Person vermutlich, weil sonst hättet ihr ja auch zwei Kunden, nämlich die zwei Unternehmen. Also die Frage geht ja los, wir haben einen Kunden, der zwei Standorte hat, aber steuerrechtlich getrennt ist. Also ihr habt eine Person, die euren Kunden darstellt und diese Person betreibt zwei Unternehmen. Da gibt es den sogenannten Begriff der verbundenen Unternehmen. Also wenn es sich um verbundene Unternehmen handelt, und das schließe ich einfach mal daraus, sonst könnte ja hier nicht stehen, ein Kunde, dann habe ich ein verbundenes Unternehmen, zum Beispiel, wenn es zwei Unternehmen gibt, also zum Beispiel zweimal die GmbH, die hat jeweils den gleichen geschäftsführenden Gesellschafter. Oder sie hat einen Gesellschafter, der jeweils mehr als 50% der Anteile hat. Oder eine Firma besitzt an der anderen mehr als 50%. Das heißt, auch wenn es ein komplexeres Firmenkonstrukt ist, mit einer gewissen Hierarchie, mit einer gewissen Komplexität, immer wenn das Beteiligungsverhältnis größer 50% ist, haben wir ein sogenanntes verbundenes Unternehmen und dann könnten die einen gemeinsamen Tenant nutzen. Dieses gemeinsame Tenant nutzen hätte natürlich den Vorteil, dass es so diese ganzen Themen, wie bringen wir es dann doch wieder zusammen, dass die arbeiten wie in einem Unternehmen, dass ihr das nicht habt, weil ihr könnt ja in diesem einen Tenant unterschiedliche Domains haben. Also ihr könnt ja sagen, wir haben da Domain Firma A und wir haben Domain Firma B. Das ist gar kein Problem, das ist gar kein Thema. Und wenn da jetzt nichts dagegen spricht und da ist die Rückmeldung genau, dann würde ich das auch genau so machen. Also es handelt sich um verbundene Unternehmen, haben wir geklärt. Dann würde ich diesem verbundenen Unternehmen einen Tenant konfigurieren. Nehmen wir an, das Unternehmen A hat 50 Mitarbeiter und das Unternehmen B hat auch 50 Mitarbeiter. Dann würde ich einfach einen Tenant konfigurieren, der hat dann 100
User, nämlich 50 plus 50, die dann auch die entsprechenden Lizenzen zugewiesen haben. Die haben eine Teams-Infrastruktur, da hat jeder sein OneDrive for Business, je nachdem, welche Subscriptions sie haben, aber ich gehe mal davon aus, es geht vielleicht um Microsoft 365 Business Standard oder Premium oder sowas in der Richtung. Und jetzt wäre es nur, ja, sagen wir mal, etwas aufwendiger, wenn es jetzt irgendwo das Thema gäbe, dass irgendwas hart getrennt werden soll. Aber das habe ich aus der Frage rausgelesen, soll gar nicht sein, sondern die sollen eher zusammenarbeiten, weil ja auch der gleiche Geschäftsführer ist, der will nicht immer sich ummelden oder der will auch nicht zwei Accounts haben, sondern er hat einen Account und der Geschäftsführer, der hat halt eine E-Mail-Adresse, die beide Domains abdeckt und die anderen Mitarbeiter, je nachdem, bei welchem Unternehmen sie beschäftigt sind. So, also da gerne nochmal kommentieren, wenn es da noch was dazu gibt. Ich greife jetzt mal was auf, was ich da gerade gesehen habe. Die kam eigentlich viel später. Hallo Manfred, bei dem Link in der Ankündigung ist immer noch Svens YouTube-Kanal aufgeführt, aber YouTube findet ihn nicht. Der Sven hat kürzlich bei seinem YouTube-Kanal die URL geändert. Und zwar findet man den YouTube-Kanal von Sven mittlerweile so, youtube.com/Sven Langenfeld. Jetzt wäre die Frage, wo war der falsche Link drin? Das ist mir jetzt noch unklar. Ist der in unserem Kalender falsch oder ist der auf irgendeinem PDF falsch? Also wenn du mir vielleicht die Quelle schreiben könntest, wo der falsche Link ist, dann korrigieren wir das. Ihr habt ja die Möglichkeit zuzuschauen, entweder bei mir, da wird ein Teil jetzt zugucken, oder natürlich bei dem Sven. Der Sven hatte früher einen anderen YouTube-Link, meine ich. Ich bin mir ziemlich sicher und da könnte natürlich sein, dass irgendwo noch was Altes steht. Also vielleicht wäre es super, wenn man das noch in die Kommentare schreiben kann. Hier kommen bei mir und wir streamen auf LinkedIn, da gerade auf mein LinkedIn-Kanal. Das machen wir immer so ein bisschen wechselseitig, manchmal bei Sven, manchmal bei mir, weil man braucht ja, um auf YouTube, um kommentieren zu können, ein Konto. Und da ist es jetzt so, dass in dem Kalender, der automatisch in Google übernommen wird. Kläre ich, schauen wir nach. Also sorry, dass da ein Link falsch ist, aber ich schließe daraus, du hast zu mir gefunden. Das schaffe ich jetzt nicht ad hoc, aber auf jeden Fall im Nachgang recherchieren wir mal, wo der, also vielen Dank schon mal für die Kalenderinfo, gucken wir, dass der da richtig reinkommt und dass ihr dann auch auf dem richtigen Kanal landet. Wie gesagt, auf LinkedIn streamen wir auch bloß LinkedIn. Leider, ich mag LinkedIn sehr gerne, aber beim Streaming hat sich es als nicht so zuverlässig herausgestellt für mich. Ich habe dann öfter hier mal die Meldung, dass der Stream nicht ankommt. Und deswegen ist mir viel dran gelegen, dass ihr wisst, ihr habt die YouTube-Optionen. Und ja, genau. War nur ein Hinweis, ist aber ein super Hinweis, weil ich schaffe es üblicherweise nicht, so all unsere Quellen dann immer noch mal durchzuschauen. Das schleicht sich dann schon, oder was heißt, schleicht sich ein Fehler ein, wird halt mal sowas vergessen. Also vielen Dank für den Tipp, kümmern wir uns drum. Gut, also das haben wir beantwortet mit dem Tenant. Da kam auch noch mal die Rückmeldung, danke, dass mit einem Tenant passt. Würde ich in dem Fall so machen, ist die beste Variante. So, dann eine kurze Frage. Manfred, gibt es eine Best Practice, wenn ich Geräte ins AD aufnehme und die zum Beispiel auf einen anderen Ort kommen, wo sie nur selten verbunden sind, zum Beispiel Laptops? Da gibt es ja eine zwischengespeicherte Anmeldung. Also ist jetzt die Frage, wie lange die verbunden sind. Diese zwischengespeicherte Anmeldung lässt sich über eine Gruppenrichtlinie konfigurieren. Das heißt, man kann die Zeitspanne dort erhöhen, dass das also entsprechend länger geht. Die Frage ist, warum sind die nicht verbunden? Lässt sich das vielleicht irgendwie optimieren? Weil ich würde schon versuchen, dass ein Gerät, was sich im Active Directory grundsätzlich
befindet. Soll ja auch ab und zu mal Gruppenrichtlinien bekommen. Es geht da ja nur nicht nur um Authentifizierung. Also das würde ich mal hinterfragen. Kann man das vielleicht optimieren, dass die öfter verbunden sind? Warum sind die so selten verbunden? Aber grundsätzlich ist das kein Problem. Geht standardmäßig out of the box schon, wenn die standardmäßig konfigurierten Zeitfenster, die ich jetzt leider nicht auswendig weiß, sollten nicht passen, lässt sich das alles über Gruppenrichtlinien klären. Der Tobias schreibt, Stream über LinkedIn läuft, das ist perfekt. Das war auch gar nicht die Aussage, dass es grundsätzlich nicht läuft oder so. Es ist bloß so, bei unserem Livestream auf YouTube hatte ich noch zum Glück noch nie eine Meldung hier in der Streaming-Plattform, dass die Plattform nicht erreicht werden kann. Bei LinkedIn habe ich das so einmal im Monat ungefähr. Also das ist auch nicht oft. Alles gut, alles fein. Bloß mir ist wichtig, dass jetzt diejenigen, die auf LinkedIn zuschauen, die Backup-Funktionalität nutzen. Dann sehen wir hier, LinkedIn funktioniert heute, bitte wieder weiter nutzen, damit man sich die Kommentare nicht noch in den Google-Account einrichten muss. Von meiner Seite, ich nutze das immer. Wir haben nur das Streaming auf Facebook eingestellt, weil da hatte ich wochenlang immer gesagt, falls ihr über Facebook zuguckt, dann sagt bitte Bescheid, wir planen das nämlich einzustellen und so weiter. Da hat sich niemand gemeldet. Das heißt, das machen wir jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr. Aber LinkedIn bleibt dabei, also keine Sorge, wir hören das nicht auf. Wir haben bloß auf LinkedIn das Problem, dass Streams länger als 4 Stunden nicht gehen. Das bedeutet, wir können unsere Webdays da nicht reinstreamen. Wenn LinkedIn das zulässt, dass wir dort auch 8 Stunden reinstreamen können, werden sofort die Webdays auch nach LinkedIn reingestreamt. Und LinkedIn lässt es nicht zu, dass ich einen Content, also diesen hier, gleichzeitig in zwei unterschiedliche Kanäle streame. Bei YouTube geht das, deswegen streamen wir bei Sven rein und bei mir rein. Bei LinkedIn müssen wir uns immer für den einen oder den anderen entscheiden und da machen wir es einfach so, dass wir das immer ein bisschen wechselseitig machen, also nicht ganz genau getaktet, aber so ungefähr Pi mal Daumen, weil wir dort dann einfach jeweils auch ein bisschen unterschiedliche Leute erreichen. Gut, jetzt haben wir eine lange Frage. Oh, Entschuldigung, da bin ich jetzt irgendwo in einer Präsentation gescrollt. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier bei dem Support stehen bleiben, weil den haben wir ja heute. So, jetzt haben wir eine relativ lange Frage. Da ging es in der letzten Session schon drum. Und zwar ging es um das Problem, das Storage Bus Cache. Es ging um den Versuch eines Standalone-Servers, Windows Server 2022, Storage Spaces einzurichten. Und dabei sollte das Feature Storage Bus Cache eingesetzt werden, so eingerichtet wie in der Microsoft-Dokumentation. Und das System verhält sich wie folgt. RAM läuft zu 50% voll und danach schreiben wir mit unserer Parity HDD Pool Performance rund 100 Megabyte pro Sekunde. Jetzt geht es hier weiter. Könntest du auf die einzelnen Einstellungen für den Storage Bus Cache eingehen? Könntest du das einfach mal zeigen, nochmal thematisieren? Ihr habt ja eure Konfigurationen so gewählt, dass ihr ein System habt, wo ihr ja letztendlich Harddisks habt. Und ihr habt SSDs und NVMEs, vielleicht mir das nochmal kurz schreiben. Und ihr habt eine Komponente RAM dazu. So müsste das bei euch aussehen. Also vielleicht kannst du mir das nochmal in die Kommentare schreiben, wie das Setup genau aussieht. Ich versuche in der Zeit mal ganz kurz was auf den Screen zu schieben. Und vielleicht haben wir dann schon die Information zur genauen Konfiguration. So, das ziehen wir hier mal rüber. Jetzt schaue ich mal rein, ob da was SSDs und HDDs sind die Konfiguration. So, jetzt ist Folgendes. Ich bin hier einfach mal auf docs.microsoft.com. Wir haben ja die Situation, dass eine Festplatte relativ
langsam ist, was ihren wahlfreien Zugriff angeht. Aber jetzt ist in den Kommentaren schon irgendwie drin. Ah, jetzt habe ich es auch noch ein bisschen genauer. SSDs und HDDs. Es sind 256 GB RAM. Es ist ein HBA. Es ist 34 mal 8 TB HDD und 2 mal 480 GB SSD. Das ist aktuell die Konfiguration. So, jetzt ist da Folgendes der Fall. Durch den Aufbau von Storage Spaces, also wir sind explizit bei Storage Spaces, wir sind nicht bei Storage Spaces Direct. Storage Spaces Direct kann so etwas auch, aber wir haben auch bei Storage Spaces, also bei der Technologie für einen Single-Server, die Möglichkeit, ein sogenanntes Tiering zu realisieren. Und zwar sorgt das Tiering dafür, dass wir die Cache-SSDs als Puffer quasi nutzen, damit kein sequentieller Workload auf die, Entschuldigung, damit kein Random Workload auf die HDDs geschrieben wird, sondern ein sequentieller Datenstrom. Weil sequenziell sind Festplatten sehr gut, beim wahlfreien Zugriff eher nicht. Jetzt ist es so, ihr habt 34 mal 8 TB Serial-ATA-Platten. Das heißt, wir hätten pro SSD 17 Disks, wenn ich das hier richtig sehe. Genau, 17 Disks. Das ist eine komische Menge. 34, da habt ihr ein sehr spezielles Chassis wahrscheinlich. Das muss ja irgendwie vermutlich ein 3 oder 4 HE-Chassis sein, damit das überhaupt reingeht. Also 34 Laufwerke. Es werden da ja so hybride Disks gebildet. Das bedeutet, die 2 SSDs, die ihr habt, die nehmen jeweils den gleichen Anteil von Plattenunterbeschlag. Also wenn ich jetzt rechne, 34 Stück sind es, durch 2 sind 17 je SSD an der Stelle. Und da müsstet ihr mit 17 Platten ganz guten Durchsatz haben, weil wenn es ein sequentieller Durchsatz ist, der nach hinten durchgeschrieben wird, jetzt kennen wir nicht die genaue Platte und das genaue Modell, ist aber auch gar nicht so relevant, aber wir müssten eigentlich irgendwie sowas von 1700 Megabyte pro Sekunde dort wegschreiben können. Das schafft eure SSD nicht, weil die SSD, also ist eine Serial-ATA-SSD auch, die schafft irgendwie so einen Durchsatz von 600 Megabyte pro Sekunde oder so. Jetzt haben wir das Problem, wir kommen da gar nicht hin. Das hast du ja geschrieben, du bist irgendwie bei 100 Megabyte pro Sekunde oder so. Aber es ist so, dass wir nicht mehr oder nicht viel mehr als 600 Megabyte pro Sekunde erwarten dürfen. Sonst müsstet ihr für die Cache-Laufwerke auf NVMe gehen oder ihr müsstet gehen auf mehr SSDs oder auf SAS-SSDs. Ihr habt da ja einen HBA drin, der SAS-Laufwerke unterstützt. Und da könnte man auch auf eine SAS-SSD gehen. Eine SAS-SSD, die schafft so typischerweise 3 GB pro Sekunde. Wenn man eine gute nimmt, eine NVMe schafft 6 GB pro Sekunde. Die Serial-ATA-SSD schafft 600 MB pro Sekunde, immer wenn es eine gute ist. Also vielleicht müssten wir da dann auch mal übers Modell noch sprechen. Nicht, dass die SSD der limitierende Faktor ist. Und das wäre also so eine SAS-SSD wäre angebracht oder ihr bräuchtet halt anstelle der 2 SSD genau, SAS-SSDs gibt es fast nicht extrem teuer und selten. Ich habe mir jetzt welche gekauft, die nicht so teuer waren bei einem regionalen ja, Anbieter, weil ich ein Chassis hatte, wo ich einfach nicht genug NVMEs reingebracht habe. Also ich habe bei mir, das war ein Storage Spaces Direct Cluster, aber die Technologien sind vergleichbar. Ich habe ja, ja entsprechend dort ein Technologieproblem gehabt und bin deswegen auf die SAS-SSDs gegangen. Eventuell kannst du in dieses Chassis NVMEs integrieren. Also geht ja immer im PCI Express Slot gesteckt, aber vielleicht geht das auch indem bestimmte Slots das unterstützen. Jetzt ist ein Kommentar von einem anderen Teilnehmer. Genau, das war von einem anderen Teilnehmer, dass es fast nicht mehr gibt.
wurde ja durch S2 ersetzt. Was meint das? Also Storage Spaces wurde nicht durch Storage Spaces Direct ersetzt. Storage Spaces ist die Technologie, wenn ich mich auf einem Server bewege. Und Storage Spaces Direct ist die Technologie, wenn ich zwei oder mehr Server habe. Und wenn ich übergreifend, wenn ich serverübergreifend dann meine Daten verteilen will und eine Redundanz haben möchte. Gut, ja, dann noch ein bisschen Anmerkung zu. Da müssten wir dann über die konkreten Laufwerke sprechen. Genau. So, jetzt hat. Ist es so, dass dieser Storage Bus Cache, und das hast du ja geschrieben in einer Frage, hast du jetzt Windows Server 2022, also das ist ja eine Sache, die neu ist, also im Windows Server 2022, dann die Kombination passt auch. Wir haben SSD plus Harddisk oder NVMe plus Harddisk. Und wir können den Storage Bus Cache nicht nutzen, wenn es eine ältere Version ist oder wenn der Server Teil eines Failover Clusters ist. Ist er bei dir aber ja nicht. Das ist ja ein Single Server. Dann hast du vermutlich Failover Clustering installiert. Du sagst ja, du hast das nach Anleitung gemacht. Das passt alles. Das ist alles da. Jetzt schaue ich mal, ob da weitere Kommentare noch gekommen sind. Wir würden die SSDs gerne, das ist ursprünglich Fragesteller, wir würden die SSDs gerne als Write-Cache nutzen. Wie sollten wir den Provision Mode einstellen? Jetzt ist die Frage, ob ihr das so wirklich wollt. Weil Standard ist es so, wenn es eine Harddisk hinten dran ist, dann wird der Cache Read-Write konfiguriert. Und wenn es zum Beispiel ja, SSDs hinten dran sind, haben wir einen Write-Only-Cache. Aber das können wir ändern. Das könnten wir anpassen. Ich würde das nicht tun. Ich würde bei dem Read-Write bleiben und würde lieber schauen, wo da so das Problem herkommt, dass wir über den Durchsatz nicht rauskommen. Aber vielleicht kannst du das noch kommentieren, warum ihr das nur als Write-Cache einstellen wolltet. Dann könnte man das schon machen. Also wir könnten das über die PowerShell dann letztendlich konfigurieren. Ich meine, das geht leider nicht über das Windows Admin Center. Wo es für Storage Spaces Direct geht. Also für Storage Spaces Direct geht es auf jeden Fall im Windows Admin Center. Ich meine, es geht im Single Server nur über die PowerShell. Jetzt, was ihr halt mal machen müsstet, das habt ihr aber vermutlich getan, aber das würde jetzt hier den Chatrahmen sprengen. Aber du könntest mir natürlich mal bei euch diese Ansichten vielleicht schicken. Vielleicht am besten irgendwie per Mail oder so, denn es gibt ja in diesem Artikel, den du vermutlich kennst, sonst mir kurz in die Kommentare reinschreiben, dann lasse ich dir das irgendwie zukommen. Du kannst mir auf jeden Fall, ich glaube, das ist der beste Weg, wenn wir das irgendwie mal per Mail austauschen, diese Informationen. Ich blende hier mal eine Mailadresse ein, so da vielleicht mal hinschicken, weil was wir bräuchten, wäre quasi mal die Konfiguration dieser Storage Bus Bindings bei euch, also wie das eingestellt ist genau. Denn mein Kommentar war ja schon, wir müssen in eurer Konfiguration irgendwie so zwischen 400 und 600 Megabyte pro Sekunde kommen. Und dann sollten wir das klären können. Und ich sehe gerade, du schreibst, du hast mir schon eine Mail geschrieben, wo ich sagen muss, sorry, die habe ich dann vielleicht übersehen. Ich schaue mal ganz kurz, was da drin war. Schauen wir mal, die hast du wahrscheinlich unter deinem Namen, den du hier auch hast, geschrieben. Und das ist richtig. Genau, das müsste ich mir, ja, ich habe die gefunden. Also sorry, habe ich nicht
wahrgenommen. Ich schaue mir die im Anschluss an. Ich habe ja später noch die Azure Stack HCI Show und die Hybrid Show, würde mich da aber kurzfristig melden. Du kannst ja vielleicht auch mal gucken, ob diese Informationen, die hier in dem Artikel beschrieben sind, enthalten sind. Ich würde, schreib mir es vielleicht mal kurz nur in den Kommentar, ob du den Artikel kennst. Sonst schicke ich dir gleich nach der Show einen kurzen Mail. Ich habe es gesehen, ich habe deine E-Mail, würde mich also drum kümmern, weil da müssen wir jetzt mal ein bisschen recherchieren, warum das bei euch bei 100 Megabyte pro Sekunde dümpelt, weil das ist definitiv zu wenig. Also wenn es jetzt 600 Megabyte wären, ja, würde man sagen, passt zum Layout, schauen wir uns an. Jetzt hast du noch ein bisschen erklärt, um was es eigentlich geht. Wir müssen Messdaten im großen Stil dumpen in unserer Anwendung, brauchen gar daher keinen Read Cache. Super Erklärung, absolut. Es geht um Schreiben, Lesen, nicht Lesen. Schauen wir uns an. Mail habe ich gefunden, brauchst du nicht nochmal schicken, habe ich gerade parallel geguckt. Artikel kennst du, dann würde ich es einfach so machen, melde ich mich im Laufe des Nachmittags mit einer Mail zurück, mit ob ich noch weitere Infos brauche, beziehungsweise wie wir weitermachen. Jetzt zu dem ganzen Laufwerksthema, das wäre vielleicht noch eine Frage, das könnten wir auf dem Wege klären, ob es da eine Option gibt, weil was mir jetzt so auf den ersten Blick halt auffällt, dass das Verhältnis Harddisk zu SSD sehr knapp bemessen ist. Also ich würde mit mehr SSDs versuchen zu arbeiten oder mit schnelleren Laufwerken. Und da gab es einige Kommentare dann halt noch. Da fehlt mir jetzt der Bezug so ein bisschen. Nein, in die Server-Hardware steckst du keine SAS-SSDs rein, sondern sind NVMe-Laufwerke, die aber die PCIe-Express-Lines über die SAS-Konnektoren liefern. Also da gibt es unterschiedliche Bauformen. Also das, was ich bei mir habe, sind echte SAS-SSDs in der Storage Spaces Direct-Konfiguration, was ich erwähnt hatte. Aber es ist richtig, der Flash-Speicher, der ist in vielen Fällen der gleiche und es geht eigentlich nur um das Interface hinten dran. Also auch eine NVMe hat ja einen Flash-Speicher und die Technologien, die wir in NVMEs finden, die haben wir häufig auch in den SAS-SSDs und SSDs, deswegen sind die so schnell. Also jetzt gucken wir mal, genau. Dann haben wir hier, gibt es eigentlich Infos wie für Storage Spaces, dass RAID 5 äquivalent performanter werden soll? Also wichtig, da ist jetzt Direct in Klammern, das verwundert mich. Gemeint ist vielleicht wie für Storage Spaces und für Storage Spaces Direct. Dass Striping mit Parity performanter werden soll. Es ist ja eine Dual Parity, das heißt, wenn wir es mit einem RAID vergleichen, wäre es ein RAID 6. Aber es ist auch kein RAID 6, aber ich glaube, es ist leichter vorzustellen. Es ist eine Dual Parity, Single Parity gibt es nicht. Nur beim Zwei-Knoten-Cluster mit der Nested Resiliency, da ist eine Ausnahme. Ich würde, wenn es um Performance geht, grundsätzlich nicht mit der Parity arbeiten, sondern immer mit dem Spiegel, wo man im ersten Moment natürlich sagt, boah, geht unheimlich viel Speicher ja für die Redundanz drauf, aber für mich ist ja eigentlich nicht relevant, wie viel Speicher geht da für die Redundanz drauf, sondern was kostet mich für die Konfiguration. Also letztendlich geht es ja um Kosten. Und da ist es typischerweise so, dass bei einer Gesamtkostenbetrachtung ein reines Spiegeln effizienter ist, weil wir müssen immer berücksichtigen, dass wir bei Einsatz einer Parity die berechnen müssen. Das macht die CPU. Und bei der Berechnung über die CPU müssen wir berücksichtigen, dass wir nicht nur die CPU bezahlen müssen, sondern auch die Lizenzen dafür. Ja, dann noch eine Anmerkung für NVMe. Bei NVMe sparst du den Controller, gab es lange keinen RAID, jetzt gibt es das. Ich glaube, es heißt nicht, es heißt Intel VROG, genau, dafür wesentlich höhere Performance. Es ist so, dass es von LSI einen Tremode HBA und einen Tremode RAID Controller gibt, schon seit vielen, vielen Jahren, die auch NVMEs unterstützen. In der ersten Version ist er, glaube ich, schon 6, 7, 8 Jahre alt. Da hat er zwei NVMEs unterstützt. Mittlerweile unterstützt er, ich glaube, 24 oder so. Also das ginge mit dem RAID mit NVMe, aber es ist richtig, dass Intel über das VROG mittlerweile eine Option bietet, dass auch wenn ich keinen Drittanbieter-Controller, sagen wir mal, haben, das Ganze
realisieren kann. So, dann, hallo Manfred, ein 4-Node S2D-Cluster, netto 40 Terabyte, dort 4 Cluster Shared Volumes mit je 10 Terabyte, dadurch natürlich viel Verschnitt. Ist das so sinnvoll oder technisch begründet? Wie sollte man die 40 Terabyte richtig aufteilen? Viel Verschnitt, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Deswegen, weil du natürlich für jeden Workload, für jede VM entscheiden musst, ob die ins Volume 1, 2, 3 oder 4 reinkommt. Ist das mit Verschnitt gemeint? Weil ansonsten kannst du natürlich die 4x10 Terabyte voll nutzen. Also es entsteht rein storage-seitig kein größerer Overhead, ob du ein 40 Terabyte Volumes oder 4 10 Terabyte Volumes anlegst. Im 4-Node-Cluster ist die Empfehlung natürlich, 4 Volumes zu haben für die beste Performance. Das heißt, das wäre dort die Recommendation, das wäre die Empfehlung, das entsprechend aufzuteilen. Reine kapazitätsplanungstechnisch könnten wir mal auf den Storage Spaces Direct Calculator gehen, weil da kann man ja durchaus jetzt ein bisschen optimieren. Das heißt, wie designe ich das System? Wie seid ihr auf die 40 Terabyte gekommen? Also vielleicht kannst du mir irgendwas schreiben, wie die Systeme so ausgestattet sind. Dann könnte ich das mal in die Planung reinnehmen. Wenn du mir sagst, wie groß die Laufwerke sind, also wir könnten ja mal überlegen, vielleicht hat jeder Server 8 mal 8 Terabyte NVMe, schauen wir mal, was da rauskommt. Und wir haben 4 Knoten, da wären wir bei 64 Terabyte, ist fast zu viel. Vielleicht haben wir 4 Terabyte. Ja, da wären wir so irgendwie in der Größenordnung. Also vielleicht kannst du mir ja mal reinschreiben in den Chat, in die Kommentare, wie die Laufwerksausstattung geplant ist, weil da gibt es vielleicht so einen kleinen Tipp. Zu dem Thema der Aufteilung. Wir sehen hier jetzt bei 8 mal 4 Terabyte Laufwerken haben wir 37,3 Terabyte nutzbare Kapazität in diesem Cluster und wir haben 16 Terabyte Reserve für Rebuild-Aktionen. Wenn ich alternativ, das ist natürlich eine Kostenfrage, ob sich das rechnet, auf 16 mal 2 Terabyte gehe, dann habe ich pro Server die gleiche Kapazität, aber ich habe den Vorteil, dass ich nur die Hälfte, nämlich nur 4 Terabyte, Entschuldigung, nur 8 Terabyte an Reserve benötige für Rebuild-Aktionen. Das heißt, ich habe die 40 Terabyte voll nutzbar. Das muss man jetzt einfach abwägen, wie man das Ganze konfiguriert von den Laufwerken her. Zu der Frage, da kam jetzt auch schon der Kommentar rein. Ja, ist es so, überall ist ein bisschen was frei, aber kein großer Block. Also ihr habt die 4x10 Terabyte, ihr legt überall VMs an und dann habt ihr auf dem einen Volume noch 1 Terabyte frei, auf dem anderen 1,5, auf dem nächsten 500 Gigabyte, auf einem 300 Gigabyte. Also in Summe noch eine ganz schöne Größe, aber jedes für sich gerechnet ist zu wenig. Und da ist eigentlich nur der Punkt abzuwägen. Also ein 4-Knoten-Cluster läuft natürlich auch mit einem 40 Terabyte Volume, wenn ihr das anlegen würdet, gut. Es läuft performant. Wenn das jemand, der die Vorgeschichte nicht kennt, sieht, der wird sagen, ja, warum habt ihr da ein Volume gemacht und nicht vier? Vielleicht ist es genau aus der Thematik, die wir jetzt gerade sprechen, entstanden. Das heißt, ich könnte es dir nicht grundsätzlich empfehlen, weil dann sprichst du mal vielleicht mit jemandem anderen und der sagt, ja, da macht man aber doch im 4-Knoten-Cluster 4 Volumes. Was wichtig ist, du brauchst keine 4 Volumes, dass es funktioniert. Und du brauchst auch keine 4 Volumes, damit es performant ist. Und du brauchst auch keine 4 Volumes, dass jeder Knoten Zugriff auf das Storage hat, sondern du kannst im 4-Knoten-Cluster mit einem Volume, mit guter Performance auf allen Knoten VMs betreiben. Du hast alle Failover-Funktionalitäten und so weiter. Aber du hast nicht die optimale Performance. Du
könntest ein bisschen mehr rausholen, wenn du anstatt dem einen Volume 4 hättest. Jetzt ist die Frage, ob du das Limit überhaupt erreichst. Also stell dir so eine Konfiguration vor, wie ich sie hier gebaut habe. Die würde ja zu diesen 16 Terabyte, zu diesem 16 Terabyte oder 40 Terabyte Laufwerk passen. Und wir hätten dann dort die Situation, dass wir die Leistung der NVMe vermutlich gar nicht erreichen. Das heißt, wir kommen gar nicht in die Grenzregion. Aber vielleicht kannst du mir das mal ein bisschen schreiben, weil wir haben leider keine andere Option. Also wir haben den Trade-off einfach, dass wir uns überlegen müssen, nach Best Practice für beste Performance machen wir im Vier-Knoten-Cluster die 4 Volumes oder die 8 Volumes oder die 12 Volumes oder die 16 Volumes. Für maximale Flexibilität machen wir nur eines, also das vielleicht nochmal kommentieren, wenn es da noch was dazu gibt. Jetzt habe ich vorhin ein paar Sachen übersprungen. Schauen wir da mal rein. Hallo Manfred, gibt es Best Practice oder Empfehlungen von dir, wie man einen Server Standardlizenz von einem AD-Server 2012 R2 auf 2019 upgraden kann, ohne die AD zu zerstören? Ich habe bei den allermeisten Kunden einen SQL-Server als VM und eine VM Active Directory Domain Controller Server, File Server und so weiter mit einer Standardlizenz verwendet. Der Kunde möchte ja auch nicht zweimal Standard zahlen müssen, nur um zu migrieren. Würde mich über dein Feedback freuen. Das verstehe ich jetzt nicht ganz mit dem zweimal zahlen müssen. Also du hast den Host und der Host ist ein Hyper-V-Host und dieser Hyper-V-Host, der hat zwei oder mehr VMs. Dann lizenzierst du ja den physischen Host mit Standard. Also du würdest das ja so machen, dass du einen physischen Host hast, den lizenzierst du mit Standard, indem du alle Kerne des Hosts lizenzierst, mindestens 16 Stück. Und dann hast du zwei virtuelle Windows-Server-Nutzungsrechte auf diesem Host. Hast du lizenziert Windows Server 2012 Release 2? Du möchtest auf Windows Server 2019. 2019 gibt es noch zu kaufen, aber die Frage ist, warum kaufst du nicht gleich Windows Server 2022 und machst ein Downgrade auf Windows Server 2019? So würde ich es, glaube ich, machen. Ich würde hergehen und würde sagen, prima. Da nehme ich Windows Server 2022 als Lizenz. Weise die meinem Host zu. Damit habe ich zwei virtuelle Nutzungsrechte und damit könnte ich dann zum Beispiel meinen Domain-Controller aktualisieren und damit könnte ich dann zum Beispiel auch meinen File-Server aktualisieren oder was ich da noch habe. Ich könnte andere VMs, die ich habe, in der älteren Version weiterlaufen lassen. Wenn du jetzt natürlich auf dem Host vier VMs hast, die du aktualisieren musst, dann müsstest du deinen Host zweifach mit Windows Server 2022 lizenzieren, um die zusätzlichen virtuellen Nutzungsrechte zu haben. Also vielleicht kannst du mir nochmal erklären, was gemeint ist mit der Kunde möchte ja auch nicht zweimal Standard zahlen müssen, nur um zu migrieren. Er zahlt nicht für die VM, sondern er zahlt für den Host und daraus ergeben sich die virtuellen Nutzungsrechte. Und sobald er auf dem Host eine Maschine auf eine neuere Version umstellt, muss er den Host halt für die neuere Version lizenzieren. Die älteren Nutzungsrechte, die bleiben ihm aber erhalten. Die gehen nicht weg, die gehen nicht kaputt. Jetzt zum technischen Teil. Wie kann man einen Domain-Controller von 2012 R2 auf 2019 aktualisieren? Also das Schöne ist schon mal, es sind zwei Versionen, also N-2. Das heißt, es geht in place. Ich könnte bei 2012 R2 beim Domain-Controller das Setup von Windows Server 2019 starten und könnte auf Windows Server 2019 aktualisieren. Machen würde ich es in place nicht. Also es ist supported, das ist wichtig. Wir dürfen es machen, es ist supported, es funktioniert in allermeisten Fällen. Ich würde eine neue VM installieren und würde die als zusätzlichen Domain-Controller in der Domäne konfigurieren. Jetzt hast du aber mit der VM natürlich die glückliche Situation, dass du sagen könntest, Moment, mein virtueller Domain-Controller, ich mache da einfach ein Backup davor, vielleicht mache ich mir noch ein Checkpoint, dass ich da auch noch mal eine Sicherheit habe, aber auf jeden Fall ein Backup. Und ich probiere es einfach mit dem In-Place-Upgrade. Wenn es nicht funktioniert, dann gehe ich halt wieder zurück. Vielleicht kannst du mir da, Tobias, kommentieren, ob das deine Frage beantwortet hat. Und vielleicht kannst du mir schreiben, wie das mit der Lizenzierung war, ob ich das verständlich erklärt habe oder ob wir da irgendwo noch ein Missverständnis
haben. Ich gehe derzeit schon mal weiter zur nächsten Frage, weil es dauert immer ein bisschen, bis die Antworten reinkommen. Wir greifen das dann nochmal auf. Marcel, kannst du das Problem, dass irgendwie das Drucksystem für 32-Bit-Applikationen das Office-Paket blockiert, muss leider 32-Bit-Office verwenden wegen BMD. Nee, kenne ich nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Vielleicht ist jemand im Call, der sagt, ja, das Problem habe ich auch. Vielleicht kannst du mir sonst schreiben, was die Konstellation ist. Also welche Windows-Version? Office sehe ich hier 32-Bit. Was für eine Druckkonstellation? Denn ist jetzt nichts, was ich so bestätigen könnte grundsätzlich. So, dann haben wir hier nochmal lernen. Manfred, ich habe zum Beispiel Leute, die sind 3 Wochen unterwegs und haben nur E-Mail. Ach, das hat sich bezogen auf die Laptops, die länger keine Konnektivität haben. Ich habe zum Beispiel Leute, die sind 3 Wochen unterwegs und haben nur E-Mail über Office 365. Dann sind sie wieder in der Firma und arbeiten mit dem Gerät wieder lokal per Docking Station. So, mit der Docking Station ist egal, wie die konnektiert sind. Jetzt, das ist kein Problem. Also können wir mit der zwischengespeicherten Anmeldung arbeiten. Ich würde mir bloß mal überlegen, ob es eine Option ist, diese mobilen Geräte, also warum müssen die in die lokale Domäne? Was haben die davon, in der lokalen Domäne zu sein? Das kann ich jetzt natürlich nicht ersehen aus der Frage. Ich kenne den Kunden ja nicht. Aber ich würde versuchen, das so zu lösen, dass diese mobilen Geräte, es ist da ja Office 365 im Einsatz, die würde ich ins Azure Active Directory hängen. Ich habe viele, viele Vorteile. Ich habe ein echtes Single Sign-On und so weiter. Und ich würde eine Hybrid-Konfiguration machen. Das heißt, der User bleibt der manfred@meinedomain.de. Ich würde ein Azure Active Directory Connect einrichten und ich würde so vorgehen, dass die mobilen User auf jeden Fall im Azure Active Directory sind. Vielleicht kannst du mir mal schreiben, ob da was dagegen spricht und warum die, also was die für einen Vorteil haben, wenn die in der lokalen Domäne sind. Ich vermute, dass wir durch die Mitgliedschaft im Azure Active Directory da ein bisschen flexibler werden. Gut, dann, das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Der Heiko. Bei zwei Tenants für zwei zusammenarbeitende und wohnende Kunden, wie konfiguriert man füreinander freigegebene Kalenderkontakte sowie Teams? Naja, wenn wir das Szenario haben, was wir vorhin hatten, wir haben verbundene Unternehmen und die haben sich aber für zwei Tenants entschieden, dann weiß da Microsoft nichts davon. Also der Tenant, der weiß nichts von dieser Verbindung und von daher ist der andere Tenant eine aus technischer Sicht eine externe Organisation. Das heißt, ich muss alle Freigaben über Unternehmensgrenzen hinweg konfigurieren. Bedeutet, das ist der Grund, und das hat ja vorhin der initiale Fragesteller auch geschrieben, ich würde versuchen, getrennte Tenants zu vermeiden, wenn es irgendwie geht. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich da oben noch was übersehen habe. Hatten das mit den Tenants? Nein, dann können wir uns mal nach unten arbeiten. Dann hatten wir eine Frage. Welches Protokoll ist nochmal Switch Independent? Rocky oder IWARP? Jetzt ist es so, Switch Independent ist ein fester Begriff. Der steht für die Team-Konfiguration beim Switch Embedded Teaming. Und für auch LBFO-Teaming. Und Switch Independent hat nichts mit Rocky oder IWARP zu tun. Wenn die Frage ist, bei welchem Protokoll ist es egal, welchen Switch ich verwende, das könnte das ja auch meinen, das ist vielleicht nur zufälligerweise der Begriff Switch Independent verwendet worden, dann ist es so, IWARP ist das Protokoll, was keine speziellen Anforderungen an den Switch hat und Rocky ist das Protokoll, was spezielle Anforderungen an den Switch hat. Der muss nämlich das sogenannte Data Center Bridging unterstützen, im Speziellen
Priority Flow Control. Und das kann ich gerne nebenher nochmal versuchen, ob ich das hier finde. Wo hatten wir denn das? So, ich suche das mal nebenher ganz kurz raus. Haben wir nochmal alle Requirements aufgelistet. Also 802.1 QBB ist der Standard, was dieser Switch unterstützen muss. Denn er muss bei Rocky feststellen können, was ist denn da eigentlich der Traffic, wie ist der zu klassifizieren? So, da haben wir das. Wie mache ich das? Das packe ich mal hier rüber. So, haben wir gleich. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Dann blende ich euch das auch gleich ein. So, also, iWarp, wie gesagt, keine speziellen Anforderungen an den Switch. Bei Rocky müssten wir einen Switch haben, der diese Voraussetzungen erfüllt, müsste also durch die Feature-Liste durchgehen und müsste es abprüfen. Q wird der immer unterstützen, wenn es kein ganz, ganz dummer Switch ist. Da geht es nämlich um die VLANs. Die VLANs brauchen wir beim Rocky, um dort dieses Traffic-Priorisierungs-Tag mitzuführen. Das heißt, in der VLAN-ID wird ein ungenutzter Bereich verwendet, um dem Paket mitzugeben, wie es zu priorisieren ist. 802.1 QBB ist der wichtige Standard, wo es um die Priorisierung geht. Dann haben wir das Enhanced Transmission Selection. Das ist das 802.1 QAZ und das 802.1 AB ist Link Layer Discovery Protocol. Danach müsstet ihr gucken. Für iWarp dürfen wir das auch alles haben. Und iWarp kann auch mit all diesen Dingen optimiert werden. Das wird häufig falsch verstanden. Also mit einem iWarp können wir die gleiche perfekte Konfiguration erreichen wie Rocky. Naja, wenn ihr jetzt einen iWarp-Hersteller fragt, dann sagt er, er ist besser. Wenn ihr einen Rocky-Hersteller fragt, sagt er, er ist besser. Aber ich sage euch in der Praxis, wenn ihr nicht im letzten Komma irgendwas Prozent der Performance-Optimierung unterwegs seid, spielt es gar keine Rolle. Aber wenn ihr in diesem letzten Prozent unterwegs seid, dann spielt es auch plötzlich eine Rolle, von welchem Hersteller ist das Kabel und wie viel Millimeter Länge hat das Kabel und solche Dinge. Also da wird es dann sehr heikel. Aber wenn ihr sagt, mir geht es einfach gut darum, dass ich eine gute Performance habe, ja, dann sind Rocky und iWarp gleichwertig. Sie sind aber nur dann absolut gleichwertig, wenn ich auch bei iWarp all diese Dinge hier habe. Wenn ich die bei iWarp nicht habe, ist halt bei iWarp der Vorteil, es funktioniert immer noch. Bei Rocky ja nicht. Genau. Gut, also das dazu. Sorry, dass ich auf der Switch Independent nochmal so rumgeritten habe, aber der Begriff Switch Independent ist da einfach bei Microsoft ein bisschen anders geprägt. Genau, iWarp, danke. Das passt. So, dann hatten wir vorhin eine Anmerkung, da habe ich mich gar nicht eingeklinkt, so weit war ich noch nicht. Es gibt fast keine Controller mit NVMe, bis auf den einen, den du genannt hast, aber der ist preislich irgendwo. VROC oder ROC kostet fast nichts, kann aber meist nur RAID 0110. Und da schreibt ein Teilnehmer, wir haben 4 Server mit jeweils 4x3,2 Terabyte RAID 10 NVMe via VROC im Einsatz, 250 VMs, Power ohne Ende, keine Probleme seit Version VROC 5. Also da sehr gute Erfahrungen mit VROC gemacht. Ich glaube, ich habe da auch nichts Negatives drüber gesagt, hoffe ich zumindest, weil das wäre falsch, wäre absolut falsch. Es ist einfach so, dass wir nicht zwingendermaßen das VROC oder einen anderen RAID-Controller brauchen.
oder umgekehrt, dass wir es gar nicht haben dürfen, wenn wir Storage Spaces oder Storage Spaces Direct nutzen. Das Thema. Also falls ich da irgendwo was Missverständliches gesagt habe, dann gerne. Aber ich glaube, das war eher so eine Kommunikation unter euch. Der Tobias schreibt nochmal, da ging es um das Thema der Migration, korrekt. Der Host muss ja die aktuelle Lizenz bekommen, Standard 2022. Ich habe nur eine Lizenz für den Host, 2012 R2 und dann in Zukunft 2022 Standard. Aber wie kann ich die VMs im laufenden Betrieb, die Migration ohne zusätzliche zweite Server Standard migrieren? Der SQL-Server muss ja quasi permanent online sein. Einen AD-Server darf man nicht einfach so upgraden, oder? Doch, den AD-Server dürften wir implementieren. Upgraden. Wir hätten dann eine kurze Downtime, aber wenn der Domain-Controller kurz down ist, hört ja nicht alles auf, sondern ich kann, während er nicht erreichbar ist, mich nicht über diesen authentifizieren. Da hatten wir aber vorhin ja eine Frage mit den Notebooks, wo es um die zwischengespeicherte Geschichte geht. Also das ginge, muss man abwägen, ob man es wirklich in place macht. Jetzt verstehe ich das Dilemma, du hast zwei VMs und du hast Bedenken, wenn du jetzt zusätzliche VMs brauchst, dass du zusätzliche Lizenzen bräuchtest, brauchst du aber gar nicht, weil dein Server ist ja richtig für 2012 R2 lizenziert. Dein Server hat ja schon 2012 Release 2 Lizenzen, hast du zwei virtuelle Nutzungsrechte 2012 R2. Und jetzt lizenzierst du deinen physischen Host zusätzlich mit Windows Server 2022 Standard. Jetzt hat er zwei weitere virtuelle Nutzungsrechte mit 2022 oder älter. Jetzt darfst du natürlich deine alten VMs weiter betreiben, solange du willst, im Idealfall nicht länger, als sie supported sind. Und du bekommst zwei zusätzliche, die Windows Server 2022 oder neuer sein dürften. Das heißt, auch wenn du dich dafür entscheidest, nicht das In-Place-Upgrade zu machen, sondern Side-by-Side-Deployment, was ich ja bei Domain-Controllern gerne mache, wo ich aber schon sagte, vielleicht ist es einfach bei der virtualisierten Welt auch zu viel Aufwand und du tust dir vielleicht mit der ja, Möglichkeit des In-Place-Upgrades mit einem Backup und einem Checkpoint entsprechend einfach. Aber zusätzliche Lizenzen brauchst du da nicht. Und das schreibt der Heiko da auch gerade nochmal. Du hast doch mit 2022 eine weitere Lizenz zu 2012 R2, also weitere VM-Nutzungsrechte und zwar genau genommen zwei weitere, wenn alle Cores lizenziert sind. Also ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet, sonst gerne nochmal nachfragen. Wir haben ja noch ein paar Minütchen. Gut, da hatte ich jetzt nichts mehr gehört zu dieser Frage mit der Aufteilung im Storage Spaces Direct Cluster. Da hoffe ich, also da konnte ich jetzt ja nicht wirklich weiterhelfen, weil ich sagte, die zwei Optionen haben wir, entweder aufteilen, wie wir es nach Best Practices machen oder halt ein größeres Volume, wo wir natürlich auch bedenken müssen, wie machen wir es dann mit dem Backup von den 40 Terabyte und so weiter. Dann haben wir eine Anmerkung, du wolltest noch ein Video mit GPUs und so weiter veröffentlichen. Eigentlich sollte das auf meinem YouTube-Kanal zu finden sein. Ich bin da kürzlich aber schon mal drauf angesprochen worden. Ich schaue nach, gucke ich mir an. Ich schließe auf jeden Fall aus der Nachfrage, dass es zumindest nicht auf Anhieb zu finden ist. Schaue ich nach, kümmere ich mich drum. Dann hatten wir, jetzt schaue ich mal, ob es da irgendwo nochmal ein Kommentar dazu kommt. Tobias sagt Danke, also passt, haben wir geklärt die Frage. Dann gab es das Thema mit dem Drucken. Da war irgendwo das Thema Drucken und man muss erst, gibt da irgendwie größere Probleme. Es muss 32-Bit sein. Weiß nicht, ob ich die Ursprungsfrage jetzt hier noch finde, aber es gibt einen Kommentar dazu. Ja, man muss das Office erst beenden, damit er druckt. Mit einem Fragezeichen. Also vermutlich, weil ich glaube, der ursprüngliche Fragesteller war jemand anderes. Für mich hört sich das so an, wie wenn dieses Problem noch mindestens ein weiterer Teilnehmer hätte, dass es dort in einem speziellen Umfeld Probleme gibt mit dem Druck. Vielleicht da einfach nochmal kommentieren. Da hatte ich gefragt, dass wir vielleicht noch ein paar zusätzliche Informationen bekommen. Ja, schreibt gern weiter eure Fragen rein. Das war wieder ein gefüllter Tag.
Das freut mich sehr, oder eine gefüllte Stunde mit euren Fragen. Was ich vielleicht mal einfach so in den Raum werfe, weiß nicht, ob sich jemand von euch für die Pro Experience Tour von Microsoft angemeldet hat. Könnt ihr einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr sagt, habe ich noch nie davon gehört, dann schreibt es gerne auch in die Kommentare. Ab kommender Woche sind wir dort in verschiedenen Städten unterwegs. Und ja, die Veranstaltung ist kostenfrei. Ich bin nicht in jeder Location dabei. Ich bin dabei in München und ich bin dabei in Köln und in Berlin und in Hamburg. In Frankfurt bin ich leider nicht. In Wien und Zürich bin ich leider auch nicht. Aber da ist der Sven Langenfeld und die, ja, diejenigen, die den WBSC noch, ich sage mal, von früher kennen. Die wissen ja, da waren wir öfter unterwegs. Jetzt ist die Pro Experience Tour keine WBSC-Veranstaltung, sondern ein Microsoft-Event. Aber das ist ja für euch vielleicht jetzt erstmal nebensächlich. Was ist es denn für ein Event? Sondern es geht vielleicht einfach eher darum, können wir Manfred und Sven mal wieder treffen? Und das könnt ihr. Also Heiko schreibt, er ist angemeldet mit einem Kollegen und wenn ich mich recht entsinne, Heiko, das war Hamburg, da sehen wir uns auf jeden Fall, weil in Hamburg bin ich da. Wenn jetzt jemand aus dem Frankfurter Raum bin, tut mir sehr leid, da geht es bei mir zeitlich nicht, aber der Sven ist da. Also Sven Langenfeld ist bei allen Stops und den kennt ihr ja sicher. Hier schreibt jemand, bin in Berlin dabei, da freue ich mich sehr. Also kommt da auch auf uns zu. Das ist ja genau eigentlich das Thema dabei. Meldet euch dort gerne an. Plätze gibt es noch. So die Info ist ja ein bisschen, meldet euch bitte nur an, wenn ihr dann auch kommt, weil ich weiß nicht, wie es in den einzelnen Bundesländern so mit den Hygienekonzepten ist oder wie sich das Ganze dann nennt. Also wirklich anmelden, wenn ihr kommt und dann aber sehr gerne. Und für diejenigen, die jetzt in den letzten 2 Jahren dazugekommen sind und den Sven gar nicht kennen, das auf der rechten Seite ist der Sven, der ist dort auch mit da. Und das auf der linken Seite bin ich. Hier schreibt jemand, schade, Manfred, also vermutlich jemand, der dann in Frankfurt da ist, wo ich leider nicht bin. Also da, sorry nochmal, da war ich einfach schon vor diese Tour geplant war, anderweitig verplant. Wo kann man sich anmelden? Ich blende es nochmal ein über einen Banner. Die URL heißt proexperience2022.de. Dort kann man sich kostenfrei anmelden. Zu der Tour gibt es verschiedene Stops. Die Anmeldung ist ein bisschen kompliziert, weil man muss nicht nur den Ort wählen, sondern auch noch eine Uhrzeit. Also denkt euch da nichts bei der Uhrzeit. Ihr werdet nicht irgendwo wieder rausgeworfen oder so, sondern man muss einfach eine Uhrzeit wählen, um dann dabei zu sein. Genau, also da, also wenn ihr da seid, dann kommt auf jeden Fall auf mich zu, dann kommt auf den Sven zu und wenn ihr irgendwo seid, wo Sven alleine sei, ist, dann gerne auch auf den Sven eben nur zukommen. Auf jeden Fall. Jetzt schaue ich gerade mal noch ganz kurz durch. War noch etwas. Genau, also nochmal mit dem Drucken, da muss ich wirklich mal schauen. Da hängt irgendwas, also und dann sieht man, dass das im Spooler hängt. Ich werde mal schauen, also es kam da jetzt nicht richtig viel Feedback zurück, also es scheint Einzelne zu betreffen. Dann steht hier, du wolltest auch mal was zur Security im SMB-Umfeld machen, Windows Hello nutzen unter Azure-Dienste in einer Domäne. Das ist richtig, das steht auf der To-Do-Liste. Das haben wir bisher leider noch nicht untergebracht. Dann haben wir noch eine Frage. GPU, wie siehst du das Thema mit ADMX-Vorlagen für Windows 10, Windows 11? Ja, da ist ja das Ungünstige, dass man sich für eine Primäre sozusagen entscheiden muss. Und jetzt hier ein bisschen den zeitlichen Rahmen sprechen, aber ich muss mir überlegen, was steht für mich im Vordergrund? Windows 11 oder Windows 10, weil es da ja Unterschiede gibt, die halt teilweise nicht, wie soll ich sagen, also es gibt keine optimale gemeinsame Schnittmenge, aber man würde sich einfach danach richten, was denn jetzt das System ist, was wir am meisten nutzen. Und dann war noch mal
Eine Ergänzung zu einer vorherigen Frage. Trennen der Tenants muss, weil sie keinen gemeinsamen Inhaber haben. Was ist bei tenantübergreifender Zusammenarbeit Best Practice? Verstehe, in dem Szenario von Heiko ist es so, dass das getrennte Unternehmen sind, die auch getrennt sein müssen, weil es keine verbundenen Unternehmen sind. Dann müsste man wirklich in den einzelnen Tools, also OneDrive for Business, Teams, Exchange, das externe Teilen mit dem anderen Unternehmen konfigurieren. Best Practice, da ist jetzt die Frage, will ich nur mit dem einen anderen Unternehmen oder mit mehreren anderen Unternehmen? Da hängt das ein bisschen davon ab. Ja, vielen Dank für euer Feedback. Ich freue mich, wenn wir uns sehen. Und dann vielleicht auch live sehen, vielleicht auch bei den kommenden Terminen sehen, weil die WBSC Skills, die gehen natürlich weiter im Mai. Geht es gleich am kommenden Montag um Lizenzierung? Da werdet ihr sagen, wie macht denn das der Manfred? Da ist er doch auf der Pro Experience Tour. Das funktioniert deswegen. Ich mache meinen Livestream dort aus dem Hotel. Wird aber, denke ich, funktionieren. Also habe ich früher öfter mal gemacht. Die Technik habe ich immer noch. Das heißt, am 2. Mai geht es um Lizenzierung von Windows und Office. Und ich kann euch nur empfehlen, kommt dazu, weil es gibt da immer wieder Fragen. Ich habe da auch viele Specials mit dabei und so ein bisschen Insights. Und es ist natürlich eine ideale Gelegenheit, nochmal ja auch Lizenzfragen loszuwerden. Also da freue ich mich sehr, wenn ihr dazukommt. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr beim nächsten Support Call dabei seid. Der ist dann am 13. Mai geplant. Ich freue mich auch sehr, wenn ihr bei der Azure Stack HCI Show dabei seid. Die ist jetzt dann heute um 12 Uhr. Da geht es um Azure Stack HCI US zusammen mit dem Sven Langenfeld. Und vielleicht habt ihr Zeit und Lust, um 14 Uhr dann noch in die Hybrid Show zu kommen, wo es um das Thema geht: Microsoft Endpoint Manager, Intune und MDM. Naja, und vielleicht sehen wir uns ja auch auf der Pro Experience Tour in München, in Köln, in Berlin oder in Hamburg. Wenn ihr da seid, nicht vergessen, auf mich zuzukommen. Und dann haben wir hier noch eine Frage. Gibt es eine Übersicht, welche Office-Version auf RDS unterstützt wird? Die Übersicht gibt es und die habe ich nicht hier drin, aber die suche ich dir ganz kurz nochmal raus. Das haben wir beim ja, End of Support Web Day schon mit drin gehabt. Und den habe ich jetzt, ja, müssen wir mal kurz raussuchen, kommt aber gleich. Also Windows Server 2012 und 2012 Release 2, End of Support Web Day. Ich hatte das schon immer wieder mal gezeigt. Dieses entsprechende Slide, diese entsprechende Übersicht, also was man vereinfacht sagen kann, Windows Server 2019 als RDS-Host unterstützt alle Office-Versionen, die die RDS-Nutzung lizenztechnisch enthalten. Grundsätzlich ist es so, dass wir lizenztechnisch eine Volumenlizenz benötigen vom Office oder bei den Subscriptions einen ja, Enterprise-Plan oder ein Microsoft 365 Business Premium. Deine Frage war aber ja, was wird denn unterstützt? Also was ist technisch supported? Da ging es weniger um die Lizenzfrage. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass die Lizenzfrage soweit klar ist. Und jetzt müssen wir ganz kurz schauen, bis das hier geladen ist, aufgerufen ist. Und da suche ich dir das mal schnell nochmal raus. Office Support Matrix. Und das sieht man halt, dass auf einem Windows Server 2022 das Office 365 beziehungsweise die Microsoft 365 Apps nicht supported sind. So, und jetzt macht er das auf dem falschen Screen. Dann holen wir uns das einfach da rein und ich blende es dir gleich mal rüber. Also gleich zeigt es das an. Gleich haben wir das. So, zack, das mit dem Netzwerk hatten wir. Und das jetzt halt etwas anderes Look and Feel, weil es aus dem End of Support Web Day ist. Aber ich denke, das führt trotzdem zum gewünschten Ergebnis. Also hier sehen wir unter Windows Server 2019 alle
ja, aktuellen Varianten supported im Windows Server 2022 nur das Office LTSC, also die Volumenlizenz vom Office 2021. Ja, und auf dem Windows 11 Client hätten wir auch alle Optionen supported. Und der Windows 11 Client, das ist natürlich eine perfekte Variante, ja, fürs Endgerät an sich, aber auch wenn wir dann sowas nutzen, wie zum Beispiel ein Azure Virtual Desktop in Azure oder auf Azure Stack HCI. So, prima. Jetzt haben wir schon ein paar Minuten überzogen. Damit sage ich euch vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Feedback. Vielleicht, Hans-Jörg, sehen wir uns ja in Hamburg. Würde mich sehr freuen. Und dann schreibst du auch noch nicht, habe es aber vor. Also vielleicht sehen wir uns in Hamburg. Würde mich sehr freuen. Würde mich natürlich auch bei allen anderen freuen, die sich jetzt im Chat nicht aktiv gemeldet haben. Also ihr seid alle herzlich eingeladen dort. Dann in den nächsten 3 Wochen, wo diese Tour ist, einfach mal vorbeizuschauen, Hallo zu sagen und euch mit mir und natürlich auch mit Sven und mit den anderen anwesenden Leuten von Microsoft zu unterhalten. Damit sage ich euch vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für die vielen, vielen Fragen. So macht es mir immer Spaß und da sammelt gerne fleißig Fragen bis zum 13. Mai, wo es dann weitergeht. Macht's gut, tschüss.